Monsieur le Président, cher Kollege, lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin im Jahr 1963, dem Jahr des Élysée-Vertrags, geboren und ich bin mit 15 Jahren als Austauschschüler in Frankreich gewesen, auch als Ergebnis dieses Vertrages. Und ein Erlebnis ist mir in Erinnerung geblieben wie kein anderes. Ich bin mit meinem Brieffreund und Austauschschülerfreund zu seinem Großvater gefahren, der in der Nähe von Compiègne in einem kleinen Haus lebte und der mir als dem deutschen Schüler eine Botschaft mitgeben wollte, die er immer wiederholt hat. Ni jamais la guerre, niemals Krieg. Das hat mich damals als 15-Jährigen ziemlich befremdet, weil ich hatte alles im Kopf, nur kein Krieg mit Frankreich. Ich war auf einem schönen Peugeot-Fahrrad durch den Forêt de Compiègne dahingeradet und dieser alte Mann konfrontiert mich mit seinem, ich würde heute sagen, Trauma, dass er mit Deutschland die Kriegsgefahr verband. Was für ein großes Herz muss diese Generation, dieser Großväter und Großmütter, unsere Austauschschüler gehabt haben, dass sie uns damals 1963 zu diesem Freundschaftsvertrag die Hand geschüttelt haben. Das war eine großartige Leistung, einmalig im 20. Jahrhundert. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte zum Schluss dieser Debatte den Blick noch einmal lenken auf einen Aspekt, der in unserem gemeinsamen Antrag eine große Rolle spielt. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung für Europa. Der Kollege Christian Lindner hat es angesprochen. Deutschland und Frankreich müssen gut zusammenarbeiten, damit Europa vorankommt. Aber es darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, als seien Deutschland und Frankreich die Lehrmeister der Europäischen Union. Ich glaube, dass das in den letzten Jahren gut gelungen ist, diese Balance zwischen der uns natürlich zuwachsenden Verantwortung als die großen Nationen in der Mitte Europas einerseits, aber eben auch die Balance zu finden mit den Interessen der mittleren und kleineren Staaten der Europäischen Union, dass das gut geklappt hat. Und war es auch, wenn Deutschland und Frankreich im Rat nicht vorangehen, dann gehen die Blicke der anderen Staats- und Regierungschefs durchaus Richtung französischen Staatspräsident, Richtung deutsche Bundeskanzlerin, so nach dem Motto, was habt ihr euch denn überlegt? Also insofern ist das eine Rolle, in die wir uns nicht hineindrängen, sondern eine Rolle, mit der wir gut umgehen können. Ein gutes Beispiel der letzten Monate, dass eine solch deutsch-französische Initiative unter Einbeziehung der anderen zu einem guten Ergebnis führen kann, ist die PESCO, die vereinbarte Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsunion. Da hat unsere Bundeskanzlerin, unsere Verteidigungsministerin, der Außenminister zunächst mit den Franzosen, aber dann auch sehr schnell mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs darüber gesprochen, was wir tun können. Und am Ende dürfen wir feststellen, dass nahezu alle Nationen der Europäischen Union an dieser PESCO, an der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik mitwirken. Eine deutsch-französische Initiative, die die Unterstützung vieler mittlerer, kleinerer und kleinster europäischer Mitgliedstaaten bekommt. Und das ist, wie ich finde, ein Beleg dafür, dass es funktioniert. Im Blick auf die nächsten Monate und Jahre haben wir natürlich große Projekte, wo es auf die deutsch-französische Freundschaft und die Abstimmung unserer Politik ankommt. Ich glaube, dass wir die ehrgeizigen Klimaziele des Vertrags von Paris nur erreichen können, wenn wir uns innerhalb der Europäischen Union auf die geeigneten Instrumente verständigen. Christian Lindner hat es auch angesprochen. Es müssen natürlich marktwirtschaftliche Instrumente sein, keine Instrumente, die den Wettbewerb verzerren, aber Instrumente, die uns tatsächlich der Dekarbonisierung, wie es auf Neudeutsch halt, entsprechend näher bringen. Das ist eines der Projekte. Das nächste große Projekt, was uns vor der Brust ist, ist die Frage, wie gehen wir mit dem Brexit um? Ich finde es gut, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, die Gespräche zwischen dem britischen Premierminister und dem französischen Staatspräsidenten, dass man sich konkret den ersten wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit, so er denn überhaupt jemals stattfindet, widmet. Ich glaube, dass wir in Europa eine Sprache gegenüber den britischen Bürgerinnen und britischen Bürgern finden müssen, die klar macht, egal wie der Vertrag am Ende aussieht, egal wann und wie der Brexit stattfindet. Es muss eine enge Freundschaft zwischen den Briten und den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union auch nach dem Brexit geben. Und unsere Beziehungen werden immer besondere sein. Und es wäre schön, wenn wir das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich genauso sehen.
Und zum Schluss müssen wir natürlich darüber nachdenken, was können wir tun, damit die Menschen in Europa noch mehr als bis jetzt verstehen, dass die Europäische Union zur Lösung der Probleme beiträgt, die die Menschen beschäftigen. Die Europäische Union hat den Lissabon-Versprechen abgegeben. Sie will die innovativste, dynamischste Wirtschaftsregion der Welt sein. Sie will Arbeitsplätze schaffen für die Menschen. Wir haben auch versprochen, dass wir unsere Grenzen zuverlässig schützen vor denjenigen, die keinen Grund haben, in unser Land, in unsere Europäische Union einreisen zu dürfen. Ich fürchte, dass wir bei all diesen drei Versprechen wirtschaftliche Dynamik, Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Sicherung der Grenzen nicht an dem Punkt sind, dass die Bürgerinnen sagen, jawohl, 15 Jahre nachdem ihr das uns versprochen habt, Haken dran. Deswegen glaube ich, dass es einer starken Initiative des Rates und der Kommission und des Europäischen Parlaments, aber eben auch der deutsch-französischen Regierung braucht, um hier Erfolge vorzuweisen, damit die Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen in die Europäische Union restlos zurückgewinnen. In diesem Sinne auf die deutsch-französische Freundschaft. Dankeschön. Damit